Hallo und herzlich willkommen. Die Einstimmung in den Monat März. Und ja, ich freue mich riesig auf den März. Für mich ist der März immer ein sehr spezieller Monat, weil ich auch im März geboren bin. Und damit ist das für mich immer, ja, es ist, ich gestehe, es ist mein Lieblingsmonat. Und für mich ist der März auch der Monat des Aufwachens, des Erwachens. Hier sehen wir, dass die Natur in diesem Übergang, in diesen Frühling hineingeht und diese Tristesse, dieses Grau sich einfach wandelt und wir in dieses frische Grün, in so eine Zeit des Aufwachens, des Neubeginns, der Transformation auch hineingehen können. Und von daher begrüße ich dich herzlich im wunderbaren Monat März. Und ja, wir beginnen gleich mit der Einstimmungsmeditation. Hierfür achte bitte darauf, dass du ungestört bist, an einem sicheren Raum bist. Wenn du dir das anhören solltest, wenn du Auto fährst, bitte fahr rechts ran für die Meditation, sodass du dich auf die Meditation einlassen kannst. Falls du noch irgendwie bei Facebook, Social Medias und Co. unterwegs bist, leg es einfach für einen Augenblick auf die Seite. Und dann genieße dieses Ankommen an deinem Platz. Schau dich nochmal um, dass du auch merkst, ah, okay, ich bin hier gerade an dem Ort, an dem ich bin. Und dann schau mal, welche Bedürfnisse es gerade noch gibt für dich. Vielleicht ein sich einpacken, nochmal eine Decke oder einen Pulli überziehen oder überlegen. Und wenn es sich stimmig für dich anfühlt, dann schließe gerne die Augen. Wenn du heute sehr unruhig bist, dann darfst du die Augen super gerne auch leicht geöffnet lassen. Schau am Monitor vorbei, gerne auf dem Boden, ohne wirklich speziell nach etwas zu greifen, sondern so eine entspannte Augenhaltung mit so einem Panoramablick. Und dann atme einmal tief ein. Öffne den Mund, atme über den Mund aus. Atme tief über die Nase ein. Und atme über den Mund mit einem Seufzer aus. Und nochmal, weil es so schön war, atme über die Nase ein. Öffne den Mund, atme mit einem Seufzer aus. Und dann verschließe die Lippen sanft und lass den Atem über die Nase, die Rückseite der Kehle, vielleicht sogar bis in den Bauchraum hineinsinken. Erlaub dem Atem immer weicher zu werden. Nimm dieses Wollen und vielleicht auch die Schärfe, die du vielleicht fühlen kannst, los. Und ich führe euch einmal kurz durch den Körper. Der Körper ist immer ein guter Anker für die Gegenwart. Komm mit deine Füße, spür deine Füße am Boden, der Unterlage. Komm mit deine Knie, deine Waden und Schienbeine. Erlaub dir wahrzunehmen, was hier gerade ist. Komm in deine Knie, die Oberschenkel, das Becken. Erlaub es dir, so gut wie möglich von innen und außen gleichzeitig wahrzunehmen. Dann spür und fühl deinen unteren Rücken, deinen mittleren und deinen oberen Rücken. Und auch hier erlaube allem da zu sein, so wie es jetzt gerade ist. Und komm in den Bauchraum, den Unterbauch, den mittleren und den oberen Bauch, den Brustkorb. Erlaub dir, die Vorderseite deines Körpers wahrzunehmen. Und auch hier erlaube allem da zu sein, so wie es jetzt gerade ist.
und es größer zu machen oder zu negieren und zu verneinen. Und dann komm in deine Schultern, deine Arme bis in die Hände hinein. Auch hier erlaube allem so da zu sein, wie es jetzt gerade ist. Und komm in deinen Hals und deinen Kopf. Erlaub dir zu fühlen und zu spüren, wie dein Hals und dein Kopf sich jetzt gerade anfühlt. Und dann spür deinen ganzen Körper. Spür und fühl deinen ganzen Körper, so wie du jetzt gerade hier bist. Präsent, wach und liebevoll im Kontakt mit dir. Und dann verankere dich in deinem Herzen. Spür und fühl dein physisches oder energetisches Herz. Und erinnere dich daran, du kannst immer nach deinem Eigensinn handeln. Bleib bei dem, was stimmig für dich ist. Und von deinem Herz aus verbinde dich mit Mutter Erde. Auch hier wähle den Weg, der für dich sich am leichtesten gestaltet, ohne groß etwas zu erstellen oder erzeugen zu müssen. Und dann erlaubt der Energie und der Qualität von Mutter Erde über die Füße, die Beine, den Bauchraum bis in dein Herz hinein aufzusteigen. Und dann weiter aufzusteigen über deine Kopfkrone. Über die Kopfkrone verbinde dich mit dem Himmel, mit dem Kosmos, mit dem, was ist, mit allem, was ist. Du kannst auch darüber hinausgehen, dich mit der Schöpferkraft verbinden, mit der Kraft, die alles hervorgebracht hat in diesem Universum. Nun bring die Energie dieser Schöpferkraft vom Universum über deine Kopfkrone in dein Herz hinein. Und hier wieder in deinem Herzen verankert, lass von deinem inneren Auge ein goldenes Licht, das im Kosmos erstrahlt, sich manifestieren. Und dieses goldene Licht geht über deine Kopfkrone in dein Herz hinein. Hier kann der Atem, ohne dass es jetzt eine Atemübung wird, dich dabei unterstützen, dieses goldene Licht immer mehr einzuladen, in dich hineinzuströmen. Goldene Licht ist so ein warm, goldiges, sich wohlfühlende Energiequalität. Das ist die Energie und die Qualität des Erwachens. Und spür und fühl, wie sich dieses goldene Licht warm aus deinem Körper, in deinem Körper verteilt. Deine ganze Existenz beginnt zu durchdringen. Und auch hier, es ist nichts Zwingendes, nichts Pushendes, es ist einfach ein Erlauben, ein liebevoll Berühren und Inspirieren mit diesem goldenen Licht, dieser neuen Energie, diese Qualität von Lebensfreude,
Spüre, wie jede einzelne Zelle deines Körpers anfängt, in diesem goldenen Licht zu strahlen. Hier ist eine Lebendigkeit. Es ist wie als Pulsieren. Dieses goldene Licht regt dieses Erwachen an. Des Erwachens von Moment zu Moment. Des Erwachens des Neubeginns. Und das Erwachen, das Klären und Reinigen. Das Loslösen von dem, was dir nicht mehr länger dienlich ist. Um Raum zu schaffen für das Neue. Mit jedem weichen Atemzug erlaubt diesem goldenen Licht, dich immer mehr und mehr auszufüllen und zu erfüllen. Und dann lass dieses Bild von dem goldenen Licht langsam wieder in den Hintergrund ziehen. In dem Wissen darum, dass du während des ganzen Monats März immer wieder dich hiermit verbinden kannst. Dich immer wieder erfrischen kannst und aufladen und erwecken kannst. Und dann spür wieder deinen Körper, so wie du hier gerade sitzt. An dem Ort, in dem du bist. Und dann ganz sanft und behutsam beginn den Körper zu bewegen, dich zu regeln, zu strecken und zu gehen. Willkommen, willkommen zurück. Du kannst gerne ein Glas Wasser trinken, die Aufnahme vielleicht für einen Augenblick stoppen. Komm nur wieder zurück, denn ich werde jetzt zum Abschluss euch auch noch ein paar ätherische Öle mit auf den Weg geben. Aber auch hier nochmal so ein bisschen eine Linse auf den März werfen. Für mich ist der März, wenn man das so in eine Überschrift packen wollen würde, Erwachen, eine Reise zu sich selbst. Und der März lädt uns ein, quasi unsere Sinne wieder zu öffnen und gerade dieses Frische in den Augen wieder wahrzunehmen. Und du, also mir geht es zumindest so, dass ich endlich wieder dieses Grün in den Bäumen sehe, dieses Grün, das aus der Erde hervorkommt. Die ersten Frühjahrsblühe haben sich jetzt im Ende Februar, Mitte Februar ja schon angekündigt. Die Winterlinge waren da, die Krokusse sind hochgekommen. Die Apollo Pushkin ist da gewesen bei mir im Garten. Also das ist alles groß im Erwachen und Kommen. Und du siehst jetzt auch, dass die ersten Kräuter wieder da sind. Und all diese Kräuter haben eine sehr klärende und reinigende Wirkung. Der Löwenzahn klärt und reinigt vor allem das Blut bzw. den Darm. Wir haben die Brennnessel, die jetzt auch wieder da ist, die auch super gut ist, um die Säfte in unserem Körper zu reinigen. Und so sehen wir das mit diesem Öffnen der Sinne und diesem Bestreben, auch alles wieder wach wahrzunehmen nach diesem Winterschlaf, geht es halt auch darum, sich diesem Wandel, den wir im Universum hier so wahrnehmen, auf diesem Planeten eben auch, dass es jetzt darum geht, quasi die Spinnenweben, die Spinnenhuddeln, das Ganze, was so hinterm Sofa sich angestaut hat oder hinter dem Sideboard, dass wir das mal nach vorne ziehen und diesen Frühjahrsputz zu machen. Und das hat natürlich auch dieses Klärende und Reinigende in uns. Na, wir können dieses Innere in uns klären und reinigen, aber wir können auch das Außen klären und reinigen. Also zum Beispiel die Fenster, die sind synonym für die Fenster unserer Seele. Na, also wenn wir die jetzt auch mal wieder putzen, dann kann da wieder ein guter Dialog stattfinden mit diesem eben nicht physischen Anteil. Wir können aber auch sehen, wie Mutter Natur einfach diesen Wachstumsprozess hervorbringt. Ne? Also dieses Grün, was hervorkommt und zeigt, okay,
Jetzt, ja, es geht mit den Pollen natürlich auch wieder los, aber auch hier daraus zu sehen, dass aus der Dunkelheit etwas Frisches, Grünes hervorkommt und einfach wir auch da drin in diesem Erwachen unsere alten Muster hinterfragen können. Wie möchte ich diesen Neubeginn quasi wieder stimulieren, hervorbringen, unterstützen? Und dafür müssen wir natürlich auch erstmal Platz machen, indem wir das Alte aussortieren, um das Neue dann wieder hineinzubringen. Der Wechsel vom Kleiderschrank entsteht gerade. Und hier können wir auch nochmal so auf einer inneren Ebene auch Muster reflektieren, die uns davon abhalten, die beste Version und Vision von unserem Leben zu leben. Und es war, Anfang Februar hatten wir die Einstimmung auf den Drachen, auf den Holzdrachen, und jetzt geht es darum, den wahrhaftig hervorzubringen. Und da gibt es so ein paar Reflexionsfragen, wo man einfach mal so ein bisschen generalisiert gucken kann, in welchen Bereichen in meinem Leben fühle ich mich gerade derzeitig stagniert und wie kann ich dem Anteil ein neues Leben einhauchen. Also sich auch diese, nehmen wir es einfach mal, Blockade auflösen, sodass quasi die Energie wieder zirkeln kann. Der März ist auch eine super Einladung, zu reflektieren, welche Träume und welche Ziele möchte ich die mit diesem Frühling einfach verwirklichen und woran möchte ich aktiv interessiert arbeiten und um sie dann einfach auch im Laufe des Jahres zu manifestieren oder vielleicht sogar auch in 2 Jahren oder in 3 Jahren zu manifestieren. Und das bringt mich persönlich gerade, weil ich es liebe, auch mit Glaubenssätzen zu arbeiten, einfach auch dahin zu schauen, welche alten Glaubenssätzen oder Verhaltensweisen halten mich zurück, das Wachstum wahrhaftig hervorzubringen, das eben, welche Träume und welche Ziele ich umsetzen möchte. Und hier für mich persönlich, und das ist meine Einladung auf dich, ist da wirklich mit so einem liebevollen Aspekt auch hineinzugehen, weil sonst wären wir zu radikal. Und das führt wieder zu einer Härte, was dann wieder zu einer Stagnation führt. Und einfach jetzt mal wieder mehr so in the big picture. Wie kann ich jeden Tag bewusster und achtsamer leben und mich mehr mit dieser Energie des Universums auch zu verbinden, sodass ich nicht immer dieses Gefühl habe von, ich muss alles alleine machen, niemand ist für mich da. Wenn du solche Gefühle hast, ist es auch sehr hilfreich, immer wieder auch in eine Verbindung zu gehen. Und die ungefährlichste ist einfach die, sich mit dem Kosmos und mit der Erde zu verbinden, so wie wir das gerade eben in der Meditation gemacht haben. Und die Öle, die ich euch diesen Monat ans Herz legen möchte, ist Zitrone. Zitrone hilft einfach, diesen mentalen Aspekt zu klären. Und wenn ihr die Zitrone zum Beispiel in einen Tropfen, ein Glas Wasser gebt und das morgens trinkt, dann hat das auch eine tiefenreinigende Wirkung, gerade für unsere Leber- und Gallenblase. Und gerade für diejenigen von euch, die gerne morgens die Zitrone trinken wollen würden, so wie ich, aber ich reagiere einfach intensiv auf den Zitronensaft, ist das Zitronenöl von einer sehr guten Qualität, also dass du sie auch oral einnehmen kannst. Bitte kauf kein billiges Öl, sondern auch etwas, was wahrhaftig mit einem Gütesiegel verbunden ist oder mit einer hohen Qualität auch. Und da kannst du dann einen Tropfen von diesem Zitronenöl nehmen, was dann die kondensierte Kraft der Zitrone repräsentiert. Der Frühling kann aber genau auch in das Gegenteilige umschlagen, dass einfach die Energie zu aufstrebend und zu stark ist, dass einfach zu viele Optionen in deinem Leben gerade sich auftun. Das kann natürlich auch so eine Wankelmütigkeit in dir hervorbringen.
und auch eine Form von Überforderung. Und da ist es gut, mit so einem ganz simplen Öl wie Lavendel zu arbeiten. Lavendel hilft uns, eine gewisse Ruhe wieder zu behalten oder zu bekommen, aber gleichzeitig auch ein Stück weit in Bewegung zu bleiben. Es ist jetzt nicht nur ein Öl, was so ein Knockout macht und weg bist du, sondern es hat so eine regulierende Form. Ich persönlich nehme es auch gerade, wenn es um meine mentale Gesundheit geht, wenn dann zu viele Gedanken im Chaos sind, ist diese Kombination aus Zitrone und Lavendel, obwohl sie ja so konträr in ihrer energetischen Wirkung sein könnten, sehr interessant zusammenzubringen. Also ich mag auch ich mag Lavendel auch als einen Tropfen pur zu nehmen. Bitte, manch einer, der das probiert, hat dann eher das Gefühl von einem Stück Seife im Mund. Also von daher, wir sind alle unterschiedlich. Wenn es dir nicht schmeckt, dann bitte lass es und mach dir damit eine schöne Fußmassage. Das Öl, das diese Transformation vom März noch mit unterstützt, ist in jedem Fall Rosmarin. Rosmarin ist das Öl der Transformation. Und ich gebe das gerne in mein Duschgel hinein. Ich gebe das gerne auch einfach, ich mache mir dann einen Stöpsel in die Dusche rein. Und wenn ich dann in der Dusche drin bin, dann mache ich mir einen Tropfen Rosmarinöl in die Dusche hinein. Und ich habe sozusagen meinen Riesendiffuser in mir drin, um mich drumherum so und atme das dann auch kraftvoll ein unter der Dusche. Aber pass auf, dass du dich nicht verschluckst. Rosmarin steigert eine mentale Klarheit, es stärkt unseren Fokus und es stärkt auch unser Selbstvertrauen dadurch. Also es ist gerade so, wenn es darum geht, Ziele weiter zu verfolgen, ein super gutes Öl. Wenn du die Öle bestellen möchtest, kannst du das unten bei dem Link einfach drauf gehen, gleich tun. Wenn du noch Fragen zu den Ölen hast oder wenn jetzt noch nicht das passende Öl für dich dabei war, dann schreib mich einfach an, schreib unten in den Kommentaren, ich melde mich bei dir. Und damit komme ich jetzt auch schon zum Abschluss. Lasst uns einfach diesen Monat gemeinsam nutzen, unser innerstes Licht wirklich zum Strahlen zu bringen und uns dem Fluss des Lebens hinzugehen. Möge der März mit der transformativen Energie, die er mit sich bringt, dich segnen und dich auf dem Weg der Selbsterkenntnis unterstützen. Und denk dran, nimm dir Zeit, auch in diesem ganzen quirligen Aufbruch der Selbstfürsorge und auch dieser Achtsamkeit, die wir einfach brauchen, um ja, mit unseren Ressourcen einfach gut umzugehen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine zauberhafte Zeit und wir sehen uns nächsten Monat wieder. Bis dahin, ciao und tschüss.